Ja, und über das Thema Mindestlohn möchte ich sprechen mit Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Guten Tag. Haben Sie mit einer solchen Kreativität von Unternehmern und Chefs gerechnet, was eben das Umgehen von Mindestlohn angeht? Also, dass der Mindestlohn umgangen werden würde, das war eigentlich zu erwarten. Die Kreativität, die kann man natürlich nicht vorhersagen, das ist ganz klar, aber gerade die Hinweise, dass der Mindestlohn möglicherweise umgangen wird oder auch möglicherweise Schattenwirtschaft begünstigt, war immer eines der Schlüsselargumente der Kritiker des Mindestlohns. Ist denn die Arbeitswelt in den letzten 100 Tagen gerechter geworden? Also aus Sicht der Mindestlohnbegünstigten ist es sicherlich gerechter. Sie müssen für die gleiche Arbeit oder sie verdienen einfach für die gleiche Arbeit mehr Geld. Man muss halt sehen, wie der Mindestlohn wirkt auf die Arbeitsverhältnisse. Wir wissen beispielsweise bei den Zeitungszustellern, dass dort schon 2000 Arbeitsplätze abgebaut worden sind. Wir wissen auch aus dem Taxigewerbe, dass geschimpft wird, weil es schwer ist, halt einen solchen Mindestlohn zu erwirtschaften. Und wir werden sicherlich auch in vielen Handwerks- und Dienstleistungsbereichen in Ostdeutschland noch Klagen bekommen. Und wenn dann Arbeitsplätze verloren werden, dann werden die Betroffenen sicherlich nicht ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Und ein zweites Problem sehe ich noch. Sie stauchen ja die Lohnstruktur. Sie heben die weniger qualifizierten Tätigkeiten ein Stück weit an in Relation zu eben Tätigkeiten, die einen Berufsabschluss voraussetzen. Und wir wissen aus der Erfahrung auch der Branchenmindestlöhne, dass teilweise von den etwas qualifizierteren Lohnbestandteile einbehalten werden, etwa Sonderzahlungen, um eben den Mindestlohn zu refinanzieren, den man den weniger Qualifizierten zahlt. Das heißt, wir stauchen die Lohnstruktur noch mehr und das hat natürlich langfristig Folgen, nämlich für die Anreize, sich entsprechend zu qualifizieren. Also die relative Verteuerung von einfacher Arbeit mindert schlicht und ergreifend auch den Anreiz, eine vernünftige Berufsausbildung durchzustehen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Es gab bislang keinen Wirtschaftseinbruch, zumindest in den letzten 100 Tagen nicht. Wie würde das aussehen, wenn beispielsweise die Konjunktur schwächeln würde? Also man muss ja sehen, dass der Mindestlohn erstmal nur einen bestimmten Personenkreis betrifft. Das sind je nach Schätzung differiert das extrem. Zwischen 3 und 4,5 Millionen wird geschätzt. Also wir wissen noch überhaupt nicht seriös, wie viel sind überhaupt betroffen. Das heißt, die Aussagen darüber, welche auch Arbeitsmarkteffekte eintreten werden, die hängen, stehen und fallen natürlich auch mit dem Wissen darüber, wie viele überhaupt betroffen sind. Das macht das Ganze so schwierig. Uns hilft natürlich im Moment die relativ gute Situation, konjunkturelle, das ist ganz klar. Und wir werden auch sicherlich, wenn wir eine schlechtere Phase haben, also insbesondere auch eine schwächere private Nachfrage, gerade im Dienstleistungssektor, denken Sie an Wäschereien, denken Sie an den Gastronomiebesuch oder andere Dinge oder auch beim Friseur, in dem Maße, wie dort Preise angehoben werden müssen, müssen wir damit rechnen, dass im Jahresverlauf dann auch ein Stück weit die Nachfrage zurückgeht. Aber ein Masseneinbruch am Arbeitsmarkt, wie der teilweise prognostiziert wurde, mit 1 Million Stellen, daran glaube ich nicht. Es wird sich eher in Dimensionen mehrerer 10.000 wahrscheinlich halten, aber die Probleme werden kommen, da bin ich überzeugt. Die Zahl der Menschen, die ihr Gehalt jetzt nicht mehr aufstocken müssen, weil sie eben Mindestlohn bekommen, die ist laut Andrea Nahles ja ungefähr um 50.000 gesunken. So lässt sich doch für den Staat Steuern sparen, oder? Das ist richtig. Die Aufstockerproblematik ist etwas reduziert worden. Man muss auf der anderen Seite immer die komplette fiskalische Rechnung aufmachen. Wenn Ihnen jetzt passiert, dass Leute entlassen werden, dann muss der Staat natürlich an anderer Stelle wieder halt eben Geld bezahlen. Die kriegen dann erstmal natürlich Arbeitslosengeld 1, was über die Versicherung läuft. Aber irgendwann können Sie natürlich auch ins ALG 2 rutschen und da muss der Staat dann wieder mehr bezahlen. Wie viel der Staat nun letztendlich spart oder draufzahlt, hängt wirklich davon ab, wie der Arbeitsmarkt diesen Mindestlohn verkraftet. Und vor allen Dingen, wie in den nächsten Jahren auch der Mindestlohn halt weiter gesteuert wird. Es stellt sich auch dann die Frage, wie stark erhöht man den, wenn die Kommission im nächsten Jahr zum ersten Mal zusammensitzt und eine Bewertung vornimmt. Mhm. Zählt für Sie das Argument, dass jemand, der nicht mehr aufstocken muss, sondern von seinem eigenen Geld leben kann, sich möglicherweise besser fühlt, akzeptierter fühlt, auch irgendwie? Das ist ein ganz wichtiges Argument. Das ist übrigens auch einer der Effekte, die die Hoffnung nähren, dass der Mindestlohn möglichst wenig schädlich ist. Wenn nämlich der Mindestlohn dazu führt, dass die Leute sich besser und gerechter, vor allen Dingen fairer entlohnt fühlen, dann sind sie vielleicht motivierter oder wahrscheinlich sogar, arbeiten möglicherweise besser. Sie fallen vielleicht auch weniger aus, krankheitsbedingt, weil sie einfach in sich motivierter sind. Das heißt, sie generieren eine höhere Leistungsfähigkeit und das refinanziert natürlich den Mindestlohn zum Teil dann wieder auch ein Stück weit selbst. In Großbritannien hat man sehr gute Erfahrungen gemacht. Dort sind gerade die Produktivitäten der geringqualifizierten Begünstigten eigentlich gewachsen, sodass also dann auch der Mindestlohn ein Stück weit sich selber finanziert hat.
Hagen Lesch, ganz herzlichen Dank. Soweit. Wir werden gleich noch weitersprechen, wollen uns aber jetzt erst einmal anhören, was die Arbeitsministerin Andrea Nahles zum Thema Mindestlohn, 100 Tage Mindestlohn zu sagen hat. Wir haben insgesamt eine sehr gute Einführung gehabt. Es gibt keine erkennbaren Arbeitsplatzverluste. Wir haben im Prinzip viele Millionen Menschen jetzt im jeden Monat besser gestellt. Die arbeiten auch dafür, das ist verdient. Und wir haben auch sehr genau beobachtet in den letzten Monaten, was für Schwierigkeiten es bei der Umsetzung gibt. Die Einführung des Mindestlohns hat teilweise deutlich gemacht, dass wir Schwierigkeiten beispielsweise haben im Bereich der Aufzeichnung von Arbeitszeit, also Arbeitszeitgesetz. Und auch darüber, da muss man sagen, bin ich gesprächsbereit zu gucken, wie kann man vielleicht das insgesamt etwas praxisnäher gestalten. Aber das hat mit dem Mindestlohn nichts zu tun und auch das Gesetz muss deswegen nicht geändert werden. Wer die Aufzeichnung der Arbeitsstunden, die nachher mit 8,50 Euro vergütet werden sollen, für Minijobber oder für andere streichen möchte, der sagt auch ganz klar, dass es ihm nicht wichtig ist, dass der Mindestlohn auch wirklich ausgezahlt wird. Und er eröffnet im Grunde genommen der Umgehung des Mindestlohns Tür und Tor. Und deswegen ist für mich eine Änderung bei der Aufzeichnung der Arbeitsstunden, also eine Änderung des Mindestlohngesetzes an dieser Stelle, kein Thema. Und aus Stuttgart ist uns jetzt zugeschaltet Katja Maas, die Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Guten Abend. Frau Maas, praxisnäher gestalten, ohne das Gesetz zu ändern, wie kann das funktionieren? Naja, zuerst mal geht es ja darum, dass der Mindestlohn tatsächlich bei den Menschen ankommt, für die er gemacht worden ist. Also, dass man pro Stunde 8,50 Euro verdient. Es ist für mich vor allen Dingen aber auch ein Zeichen, um ehrliche Arbeitgeber zu schützen. Also nicht nur, dass die Arbeitnehmer 8,50 Euro bekommen, sondern dass die Dumpingkonkurrenz zwischen Unternehmen auch beendet wird. Denn diejenigen, die sich an Recht und Gesetz und Ordnung halten, sollen am Ende nicht die Dummen sein. Nun gibt es die Forderung, die Dokumentationspflicht irgendwie praktikabler zu machen. Wie könnte das gehen? Naja, es gibt ja heute schon praktikablere Ansätze, beispielsweise bei den Zeitungszustellern, von denen wir gerade gehört haben, oder im Gebäudereinigerhandwerk. Da wird die Arbeitszeit so dokumentiert, dass man die Abweichungen von wöchentlichen Schichtplänen dokumentiert. Ansonsten ist die Dokumentationspflicht ja gar nicht so aufwendig. Man muss ja nur Beginn und Ende der Arbeitszeit aufzeichnen und die tatsächliche Arbeitszeit, weil meistens gehen ja noch ein paar Pausen davon ab. Es ist also relativ einfach, es ist ein einfacher Zettel. Man kann das auch in einer Excel-Tabelle machen, man kann das sogar mit einer App machen. Also es ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich selbst bin auch Arbeitgeberin, in 30 Sekunden am Tag ist das erledigt. Mhm. Hagen Lesch, sehen Sie das ähnlich? Was sagen Sie dazu? Also die Wirtschaft kritisiert es massiv. Ich bin selber kein Unternehmer und bin von der Dokumentationspflicht auch nicht getroffen. Klar ist, dass ein Mindestlohn gewisse Kontrollkosten mit sich bringt, weil es auch klar ist, dass man ihn halt kontrollieren muss. Ich meine, ein Mindestlohn, der nicht kontrolliert wird, der wird umgangen. Von daher kann ich nachvollziehen, dass die Dokumentationspflicht besteht. Man könnte allerdings darüber nachdenken, ob man die Grenze von fast 3.000 Euro etwas absenkt. Die ist natürlich irgendwie berechnet worden, aber ob man die so hoch nun ansetzen muss, das weiß ich nicht. Wenn man die etwas absenken würde, dann müsste man halt für weniger Arbeitnehmer dokumentieren und das könnte eine Erleichterung sein. Frau Maas, Unternehmer beklagen einen riesigen Haufen Bürokratie. Was können Sie denen denn sagen? Na, wie gesagt, die Dokumentation der Arbeitszeit ist ja in vielen Branchen, bei vielen Arbeitsplätzen heute schon gang und gäbe. Also jeder Arbeitnehmer, der länger als 8 Stunden am Tag arbeitet, muss aufzeichnen. Alle Branchen im Arbeitnehmerentsendegesetz müssen aufzeichnen. Also es ist relativ einfach zu dokumentieren. Und wir haben jetzt verbindlich das für gewerbliche Minijobs eingeführt und für die Branchen, die im Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz enthalten sind, also die Branchen, bei denen Arbeitszeitmissbrauch besonders häufig aufgetreten ist, sonst würden sie nicht im Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz stehen. Für die haben wir sogar die Situation erleichtert, denn im Gesetz steht, da müssen alle Arbeitnehmer aufzeichnen und wir haben eben die Verdienstgrenze für die Branchen auf 2.958 Euro abgesenkt. Herr Lesch, ein positiver Aspekt des Mindestlohns ist natürlich, dass die Menschen mehr verdienen. Daraus folgt aber auch, dass der Konsum sich steigern
könnte, weil die Menschen eben mehr ausgeben können. Gibt es da schon Daten? Nein, da gibt es bisher keine Angaben zu. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es jetzt nicht ein so gewaltiger Schub ist. Die Lohnsumme steigt um etwas mehr als 2% und ein Teil wird möglicherweise zurückgelegt. Das meiste wird davon ausgegeben, aber einen massiven Konsumeffekt wird man durch den Mindestlohn sicherlich nicht bekommen. Dass er ein Stück weit stimuliert, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist eine Größe, die jetzt nicht die Wirtschaft gewaltig nach vorne bringt. Mhm. Sehen Sie das ähnlich, Frau Mast? Ja, vor allen Dingen im Einzelhandel haben wir ja jetzt schon Schlagzeilen, dass die Konsumnachfrage deutlich zugenommen hat. Das ist klar. Menschen, die einen Lohn haben auf der Ebene des Mindestlohnes, die investieren in der Regel ihr ganzes Geld in Konsum. Deshalb ist ja auch logisch, dass die Nachfrage steigt. Also da haben wir positive Effekte. Ich finde aber auch nochmal wichtig, was Herr Lersch vorhin gesagt hat, nämlich, dass wir keine massiven Arbeitsplatzverluste bisher feststellen im Zuge des Mindestlohns. Und dass wir auch keine flächendeckende Einbrüche bei Unternehmen haben. Also es wurde ja auch gesagt, ganz viele Unternehmen würden Konkurs anmelden. Das ist alles nicht festzustellen nach den ersten 100 Tagen. Es ist natürlich noch ein bisschen früh, die endgültige Bilanz zu ziehen, aber erste Ergebnisse können wir natürlich jetzt schon ablesen. Es ist die Zahl der Niedriglohnjobs gesunken. Kann man daraus schließen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen dagegen gestiegen ist? Also es ist ja so, dass man Zahlen hat, dass einige gewerbliche Minijobs zurückgegangen sind. Parallel haben wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 24 Jahren am Arbeitsmarkt, also eine gute Konjunktur, aber auch einen guten Arbeitsmarktzugang und auch mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber ob wir das jetzt heute schon alles auf den Mindestlohn zurückführen können, ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Aber auf jeden Fall haben wir überhaupt keine negativen Tendenzen und schon gar keinen Verlust von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen, wie sie vom IFO-Institut noch letztes Jahr behauptet wurden. Nun wissen wir nichtsdestotrotz nicht, ob das nicht doch irgendwann dazu kommen wird, dass eben Arbeitsplätze verloren gehen. Herr Lersch, hätte es nicht vielleicht Sinn gemacht, den Mindestlohn stärker auszudifferenzieren, indem man eben in, ja, ich sag mal, Ballungsgebieten, in Städten mehr zahlt, wo die Lebenshaltungskosten höher sind und in ländlichen Gebieten vielleicht dann weniger? Also wenn man ins europäische Ausland schaut, dann stellt man auch fest, es gibt einen nationalen Mindestlohn. Es gibt Ausnahmen in Amerika, da haben die Bundesstaaten noch differenzierte Mindestlöhne, die oberhalb des nationalen Minimums sind. Aber normalerweise haben wir nun mal eins. Aus meiner Sicht wäre es schön gewesen, wenn wir eine Ost-West-Differenzierung vorgenommen haben. Aber das ist heikel und problematisch, weil wir ja gerade wollen, dass die Einkommen im Osten sich an das Westniveau angleichen. Aber wenn man sich anschaut, die Einkommenssituation im Osten, dann hätte dem Westmindestlohn von 8,50 im Osten etwa einer von 7 Euro entsprochen. Und daran sehen Sie schon, viele Unternehmen im Osten, viele gerade kleine Betriebe, knabbern an dem Mindestlohn. Und das werden wir auch in den nächsten Monaten noch sehen. Frau Mass, ist ein gleicher Mindestlohn auch gleich ein gerechter Mindestlohn? Uns war es besonders wichtig, dass Arbeit ihre Würde zurückbekommt. Und es ist natürlich klar, dass Arbeit in den östlichen Bundesländern genauso viel wert ist wie hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und deshalb ist diese unterste Lohngrenze mit 8,50 Euro auch eine Frage der Würde, weil Löhne von 3, 4 oder 5 Euro sind einfach nicht in Ordnung in einer sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb eben auch gerade für uns von der SPD war es besonders wichtig, dass eben die Löhne in Ost und West gleich sind. Frau Mast, Mindestlöhne. Ganz kurz Ihr Fazit, 100 Tage Mindestlohn in kurzen Worten? Der Mindestlohn gilt, er kommt bei den Menschen an und hat positive Effekte. Mhm. Was sagt Hagen Lersch als Fazit? Kurz bitte. Wir wissen zu wenig, um eine seriöse Beurteilung abzugeben und werden uns sicherlich in einem Dreivierteljahr nochmal sprechen zu dem Thema. Wir sind sehr gespannt. Ich bedanke mich bei Hagen Lersch und bei Katja Mast. Herzlichen Dank für das Gespräch.